Oh nein, wir werden beobachtet. Dubios, dubios. Und das gleich heißt... Mein Gott, ich denke immer so schnell, aber ich rede so langsam. Gleich kommen wieder irgendwelche Viecher und... wollen mich bekämpfen. Wow! Das sieht geil aus. Yeah! Ich meine, dieses Problem kennt man von einigen Spielen. Aber wie das von drinnen aussieht, wow, das ist doch mal Wasser, was von oben auf einen hinunterfällt. Das ist geil. Muss einfach mal gesagt werden. Auch wenn das die Unreal Engine benutzt, das ist ein richtig geiles Element. Moment mal, den Ball. Können wir den Ball dann vielleicht irgendwie da mit dem Wasser in Verbindung bringen? Mit dem kann man ja das Loch stopfen. Hopp! Und dann mit dir. Haha! That's nice. Jetzt kommen wir da hoch. Face check. Jetzt hört das wieder auf. Und das Wasser hört sich mittlerweile auch sehr gedämpft an. Blub, 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 blub. Meine Güte, auch das sieht gut aus. Yeah. Richtig gute Elemente, richtig gute Details. Sehr schön. Blub, 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 blub. Guckt mal, ein Affe. Guckt mal, kein Affe. Ich glaube, er ist eine Banane jagen gegangen. Hm. Checkpoint. Sehr schön. Okay, ein Teil des Rätsels bereits gelöst, ohne es zu wollen. Und dann gehen wir auch mal hier hin. Wow. Interesting. Den Ball nehmen wir jetzt einfach mal mit uns. Ach so, aha. Da unten ist auch noch was. Gut. Oh. Da kann man sich das aber auch ordentlich verbauen. Glaube ich. Wo bist du, Ball? Bist du? So, der muss hier erstmal durchlaufen. Und durch mit dir. Dann machen wir das, dann komme ich hier rüber. Und dann ist das kein Ballschalter. Oder doch? So, dann muss ich das erstmal mit dem Ball machen. Und dann selbst wieder dagegen springen mit voller Körperkraft. Dann können wir den Ball auch mitnehmen. Sehr schön. So. Okay, der Ball muss dann wahrscheinlich dorthin. Klick, klack, knick, knack. Dann ist der Ball fixiert. Und ich würde jetzt gern noch ein weiteres Geheimnis finden. Dann könnte dieses Level auch wieder schnell beendet sein. Was? Ist das das Zeichen für Magnet oder was? Und der Magnet ist mit dem Ball jetzt weitergegangen oder? Wo ist mein Ball? Ein Affe. Gib mir meinen Ball. Wo ist mein Ball? Verdammt. Hopp. Ach so. Oh.
Ah! Wenn ich das nochmal mache? Ach so! Sehr schön. So, und jetzt muss ich den da oben wahrscheinlich bewegen, wenn es hier einen gibt. Aber hier gibt es keinen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich den bewegen. Mensch, hier ist doch kein anderer Schalter. Hm. Ah, verstehe. Sehr schön. Können wir uns dessen auch mal entledigen. Sehr schön. So, und? Ah, weitere Äffchen. Gleich 3 Stück. Wie kommen die Affen da eigentlich hin? Und wie können die das überhaupt überleben? So, das war's mit dem Affen. Unter uns brodelt es wieder heftigst. So, und mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Ich will noch das 4. Geheimnis. Oh oh, das geht... Ja, das geht kaputt, sobald ich draufsteige, ne? Oder so. Goodbye, cruel world. Wow, 1 Kilometer Entfernung. Ich hab den wieder gesehen. Oh oh, oh oh. Springen wir mal. Sehr komisch. Okay, so geht das nicht. Und hier können wir wahrscheinlich auch nicht lang, ne? Nö. So, was machen wir denn jetzt mit dem Sch... Das ist kein Stein, das ist eine Kugel. Das ist ein Ball. The Ball. Wieso will ich immer Stein sagen? Ah! Aha! So funktioniert das. Sehr schön. So sind wir jetzt auch heil rübergekommen. Aber ich weiß immer noch nicht, wo das letzte Geheimnis ist. Da geht's sogar noch weiter. Ja, mein Gott. Können wir nicht mal normal darüber reden? Ich bin nur ein Archäologe, bin hier runtergefallen und weiß gar nicht, was der Scheiß alles soll. So, das ist zu. Können wir da hin? Ist das zu klein? Na. Okay, dann ist hier eben ein Weg. Können wir den lang gehen und hier ist ein Windzug. Gar nicht mal schlechter Windzug. Da müssen wir wahrscheinlich sogar runter. Ja, alle Pfeile zeigen dorthin. Nach unten. Na gut. Runter. Oh, wir brauchen einen Ball. Yay! Wie können wir den Ball denn nach unten? Ja, okay. Ich frag nicht mehr, ne? Einmal. Überlebe ich das? Volle Kraft! Meine Güte. Lumberjack. Und weg damit.
Okay, das unterste lässt sich nicht bewegen. Aber ihr lasst euch bewegen. So, jetzt macht es Sinn. Jetzt ist Platz dafür. Und du kannst nach unten rollen. Bereich abgeschlossen. Ich muss mal eben mein Auge jucken. Reiben, nicht jucken. Jucken tut das Auge von alleine. So. Und es rollt weiter. Es rollt weiter. So, jetzt gehen wir mal die andere Richtung. Geht doch. Und dann kommen wir da aber nicht weiter. Das ist schade. Na, komm schon. Dass man da genau treffen muss. Ach genau, hier gab es ja auch noch etwas. Und ich sehe schon, dort hinten sind wieder unsere tollen Kollegen. Hup. Wieso? Naja. Wird wohl nicht so schlimm sein, wenn wir einmal Schaden nehmen. Das letzte Geheimnis muss hier doch irgendwo sein. Oh, ein Affe. Oh, ein Stein. Quietsch! So, und was passiert, wenn wir hier drauf gehen? Dann geht das auf, ja. Sieht mir aber auch schon aus wie eine Arena. Oh, wie ein Turm. Double Kill. Multi Kill. Tja, das fehlt hier noch. Hier können wir noch nichts machen. Aber ich denke mal, wir könnten den schon mal da draufsetzen. Vielleicht passiert ja gleich irgendetwas. Zum Beispiel, wenn wir das machen. Yay! Oh. Klick. Klack. What the fuck? Dann können wir das umstoßen. Umstoßen! Na bitte. Es bleibt jetzt auch schön umgestoßen. Und wir fallen runter. Aber ist doch scheißegal, wir kriegen ja keinen Fallschaden. Und das war auch intuitiv richtig, weil dieses Teil wird nur nach oben gezogen, wenn der Ball natürlich da ist. Der ist aus Metall. So, was können wir hier machen? Gar nichts? Ah! Na gut. Wird dann rausgeschoben. Hey, gut. Ha. Gute Idee. Ha. Sehr schön. Oh oh. Bad idea. Ha. Wie machen wir das? No. Na verdammt. Naja. Ich meine, den Ball können wir ja nicht mit nach oben nehmen. Das ist leider ein bisschen blöd. Höp, höp. Können wir da drauf springen? Nein, oder? Reicht das? Ach so, das reicht schon. Irgendwie ist aber das Sprung-Aufkommen-Geräusch. Also. Das. Moment.